So, hallo, zurück zu einem weiteren Mini-Let's Play. Schon das zweite. Ich bin eine Tasse TLP. Heute nehmen wir Tetris Unlimited. Ich glaube jetzt bestimmt, es gibt nichts Langweiligeres, als ein Let's Play Tetris zu sehen. Und ihr habt recht, es gibt nichts Langweiligeres. Und hier wieder so viele Farben, als wäre man auf LSD oder so ein Scheiß, ey. Völlig überzogene 8-Bit-Musik. Da möchte ich euch mal was zeigen. Ich gehe auf New Game. Ihr zieht euch das rein. Arcade, bitte. Not available yet. It will come in future versions. Also später wird's kommen. Ich will nur anmerken, dass das Spiel 1980 erschienen ist. Und wir gehen dann halt auch mal auf normal. Und genauso wie man sich's vorstellt, ey. Unübersichtlich, vollgepackt und voller Scheiße. Ich habe am Anfang 10 Minuten suchen müssen für einen Startknopf. Jetzt weiß ich, dass er unten rechts ist. So. Und vor allem die Steuerung kapiert kein Mensch. A und S ist drehen, Y und C ist bewegen und X ist unten. Und vor allem drehen sich die Dinger meistens nicht so, wie ich will. Also, echt super Spiel. Ist sogar gratis, wer hätte es gedacht. So, ja, guck, und die... Hä? Jetzt dreht sich zweimal ohne Grund. Und völlig überzogene Farben, ey. Und dann noch diese scheiß Steuerung, ey. Weil ich mag Tetris, ich meine, wer kennt das Spiel nicht und wem macht es keinen Spaß? Weil sowas wie hier ist ja schon verarsche. Und weil die sich nie drehen, wie ich will, hallo. Und machen wir halt so. Und nochmal simpel, ja. Ja. Oh, scheiße. Guck, die drehen sich nicht so, wie ich will. Die drehen sich in eine bestimmte Richtung. Hä? Was zur Hölle? So, natürlich fehlt die Hintergrundmusik. Oder doch, sie ist da. Und zwar ganz unspektakulär und passt überhaupt nicht zum Spiel. So eine Fiedelgeigmusik, die kein Mensch will. Oh Gott. Also, ein Tipp von mir. Holt euch das Spiel nicht. Niemals. Tut das euch nicht an, ey. Ihr werdet nur Ärger damit haben. Ihr werdet das Spiel nur hassen. Ist so ein... Da seht ihr mal, wie man einen tollen Klassiker verhunzen kann, ey. Hallo, ich möchte in die andere Richtung gedreht haben. Boah, Alter. Kann man jemand die schlechte Musik ausschalten? So, Xa, das passt. Bam. Und simpel. Warum steht da immer simpel, wenn ich das mache, ey? So erniedrigen. Warum bin ich gerade so gut? Ganz ehrlich. So gut war ich noch nie. Ich habe gerade Highscore. So, der Hintergrund ist mit Liebe gemacht. Das sieht man sofort. Schön spektakulär, ey. Großen Wiedererkennungswert. Was weiß ich für ein Spott. Es steht ja gleich wieder simpel. Achtung. So. Jetzt dreh dich halt nicht dreimal, wenn ich einmal drück. Boah, leck mich doch am Arsch. Hä? Boah, leck mich, verdammte Scheiße. Leck mich einfach. Ja, super. Seht, ihr hört doch schon den Spaß in meiner Stimme. Was? Warum dreht es sich, wenn ich nach rechts drück? Was? Ich glaube, ihr merkt in meiner Stimme, wie viel Spaß mir das macht. So. Was? Wieso? Oh, Alter. Ich habe Angst, dass ich heute ausrast bei diesem schlechten Spiel. Bei diesem extrem schlechten Spiel. Ja, ich bin schon wieder simpler. Leckt mich einfach. Grad. So, müsste klappen. Und ja. Ich glaube, gleich verreck ich. Was? Zur Hölle? Nein! Ja, jetzt ist Game Over, gell? So, danke fürs Zusehen, gell? Und Chip, holt euch dieses Scheißspiel nicht. Ich gebe euch trotzdem den Link in die Beschreibung dann. Bis zum nächsten Mal mit meinem Mini-LP Nummer 3. Ciao!